So, und damit ein herzliches Willkommen zu Gold Rush. Ja, in der letzten Folge haben wir die Backerzähne gewechselt, hab mein Auto versenkt, in der Grube haben wir es wieder rausgefischt. Wir haben die Zähne verkauft, die alten, und jetzt geht's hier weiter beim Backen. So, dann starten wir das Ding wieder. Tja, was haben wir vergessen? Maschine einzuschalten. Ja, es geht einfach schön weiter. Manchen Leuten wird es halt ein bisschen zu langweilig, wenn sie anderen beim Backen zuschauen, aber ich habe momentan nichts anderes. So schnell geht's nicht. Ich könnte zwar bescheißen, aber das will ich nicht. Ich will ordentlich spielen. Und Dauerzocker sind wir leider nicht. Ja, 3,01 Unzen, sehr gut. Hier sieht es gut aus, hier wird es weiß. Oh, hier gibt es den richtigen weißen Felsgestein. Grab ich mal da ein bisschen rein. Vielleicht erwische ich einen Spot. Nugget Spot. Wäre schon eine coole Sache.
Ah, guck dir das an, wie sich der durchfrisst. Ja, Wahnsinn. Man nagt so richtig am Gestein. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, läuft schön langsam. Sekunden, sauber. Da erwische ich mich hier mehr. Wieder den Eimer wechseln.
Also ich finde, es geht schon schneller wie zuvor. Ich bin ja dann gespannt, wenn ich die Tür durchlasse in meiner Zeit und durch die Goldwaschanlage. Oh, das ist Feingoldanlage. Ha. So ein Zess-Cleanout machen. Ey. Alles klar, Dinge können wieder tankt. Ist leer. Tja, muss ich den Anhänger holen? Hilft nicht. Ohne Strom kein. Ne Maschine, ohne Maschine kein Gold. So, schnell rübergekommen, Jeep, die Maschine gehört in den Tank geholt. Halt, ich hab da nicht den Kanister stehen. Habe ich nicht den Kanister? Hat er vorher den Kanister abgeladen, oder? Ja, hier ist der Kanister noch, den kann man auch hernehmen. So. Und Action. Ja, 4,32 kann man lassen. Bin auf die deppere Kamera gekommen.
wird schon langsam. Nugget. Wow. Wow. 5 Unzen Nugget. Ein 5 Unzen Nugget. Leute, das ist der Wahnsinn. Unzen, da geht es schon richtig geil. Ein kleiner Haufen angehäuft. Kann passieren. So, wollen wir uns den letzten Eimer, den ich hier oben habe. Ne, 2 Eimer habe ich noch. Also können wir noch 2 machen. Und dann heißt es Clean Out. Ich will dann nämlich meinen Kredit schön langsam zurückzahlen. Die ist ziemlich hoch gewesen, um mir hier die Maschine leisten zu können.
Tja. Wenn ich das Spiel so haben will, haben wir Schneeregen. Nee, wir haben Schnee. Es schneit. Ja, aber Leute, wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wieder was kommt hier vom Gold Rush da. Ein bisschen vorproduzieren müssen, es hilft nicht. Ich kann nicht immer hier mit der kleinen Waschrinne das was zeigen. Das ist ja langweilig, ich weiß es. Aber wie es jetzt hier weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal.